mein Klippenläufer. Cliffracer! Habinbar ist. Was ist denn das für eine City, Village, bla bla bla? Ein Höllenhund. Und Chicken ist mal wieder so kreativ vorbereitet, dass sie sich noch nichts zu trinken eingeschaltet hat. Ah! An so viele Sachen denkt sie, aber das Wichtigste vergisst sie mal wieder. Weswegen ich jetzt direkt von meinem Vogel angeschnauzt werde. Ey, Chicken! Vergesst doch nicht immer alles. Bitte. Ja, es tut mir leid. Was haben wir denn hier so drin? Ja, wir werden heute wahrscheinlich sehr viel vom Wege abgehen. Ihr werdet sterben. Sicher? Bist du sicher? Also, wenn ich du wäre, würde ich ja sterben. Aber da ich ja nicht du bin, sondern ich... Chicken is still alive. Und bekommt keinen Kuchen. Was hast du gerade auf mich gemacht? Blitzanfällig, ja, mach das ruhig. Sowieso tot. Ah, Totenbeschwörer. Solche seid ihr also. Und ihr seid auch noch Verbündete von Dark und Ur. Böse. Nein. Nein. Ich habe die einzig wahre Chicken, ist eine Flasche, Flasche. Ey Leute, kopiert mich nicht. Hallo. Tschüss. Du bist Kleingeld. Becher. Ja, du bist auch so eine Flasche. Sklavenschlüssel. Hier gibt es Sklaven. Das ist ja wunderbar. Da kann ich wieder befreien. Die Tür muss auch befreit werden. Dietrich, befreie diese Türe von ihrem Schloss. Ah, Chicken gibt Erlösung für alle. Heute im Sonderangebot. Wiederherstellen Schnelligkeit. Brauche ich nicht. Meine Schnelligkeit ist 300. Aua. Ich habe die Falle vergessen. Nein, Chicken war nur zu faul, auf die Sonde zu wechseln. Ja, so kennen wir Chicken. So kennen wir Chicken. Wo sind denn die Sklaven? Ich will keine Sklaven. Du bist kein Sklave. Du bist jetzt ein Sklave des Todes. Ich habe dich zu einem Sklave gemacht. Haha. Hallo. Ihr werdet unendlich leiden. Du leidest gerade unendlich. Und du hast Skoma. Nee. Aber da hätte theoretisch Skoma drin sein können. Habt ihr schnell ausgesoffen, hä? Solche Leute seid ihr also. Bevor die Leute euch auf die Spur kommen, vernichtet ihr das in euren Mägen. Oder sie schmuggeln es in ihren Mägen. Oder sie benutzen Sklaven, um es in Mägen zu schmuggeln. Wieso habe ich den Seelenstein mitgenommen? Ich weiß es nicht. Willenskraft. Welche Willenskraft? Die Willenskraft des Kleingeldes. Wo sind denn jetzt die Sklaven? Ich weiß, dass da vorne eine Kiste steht. Truhe. Eins von beiden. Eine Kiste und eine Truhe. Sogar fünf Truhen? Chicken, das sind drei Kisten, eine Truhe. So. Fünf Truhen. Ich glaube... Chicken verlernt das Zählen. Chicken, was hattest du nochmal in Mathe? Ja, guck, da in der Truhe waren fünf Draken drin. Deswegen, Chicken wollte eigentlich Draken sagen, aber sie hat außersehen Truhe gesagt. Es tut mir leid, ich verwechsel... Es kommt manchmal vor, dass ich Dinge verwechsle.
Sei du deswegen nicht so gemein zu mir. Heldhund, könntest du die Güte haben, von dieser Türe wegzugehen, damit ich die Türe ansprechen kann? Nein, ich darf die Türe nicht ansprechen, weil eine Falle drauf ist. Ich muss sie erst mal schärfen, damit die Falle mich nicht irgendwelche bösen Sachen mitmacht. Was ist eigentlich dein Problem, Chicken? Dass ich in Skype angeschrieben werde. Von irgendwelchen bösen. Von irgendwelchen bösen Leuten. Du wirst hier den Tod finden. Ja, der hat mich in Skype angeschrieben. Aber da ich jetzt gerade nicht zurückgeschrieben habe, dann wollte er mich. Siefknier. Du wirst aus meiner Skype-Kontaktliste gelöscht. So. Nein, Chicken, es ist kein Netzbulle. Hier drinnen kann kein Netzbulle sein. Ich glaube, du... Ich fantasiere vor mir herum. Was kann ich für dich tun? Warte, mach die Tür nochmal zu. Aber diese Form, die hat Schuhe und die Stöcke sind da nicht besser. Oh Gott, Chicken, tu irgendwas dagegen. Ja, befreien, aufschließen. Hier, Freiheit. Hast du mich gerade ein Kissen genannt? Hast du mich gerade ein... Nee, sonnigen Tag Kissimba. Ich wollte schon sagen, hat die Khajiit mich gerade Kissen genannt. Das, aber sie hat ja gesagt, dass sie mir dankbar ist. Indem sie ihren Namen gesagt hat. Weil Khajiits sprechen gerne von sich in der dritten Person. Ja. Du ehrst mich. Und du bist ein Luchs. Du hast Pinsel an den Ohren. Du bist ein Luchs. Ein Luchs. Du. Oh. Hat einfach nur die Treppe benutzen müssen. Ja, dass mir das mal gesagt wird. Nein, hier geht. Wo ist der Ausgang? Was soll das, ey? Versteck doch nicht einfach den Ausgang! Chicken wird ja traurig! Ich glaube, der Klippenläufer ist hinter mir. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Oh, da sind noch mehr Klippenläufer. Hä? Du bist kein Klippenläufer, Ogrim! Hör auf, ein Klippenläufer zu sein! Hör auf, ein Klippenläufer zu sein! Hör auf, ein Klippenläufer zu sein! Da kommt der Nächste. Da war der Nächste. Er ist immer noch ein Klippenläufer. Immer noch. Der Klippenläufer-Virus infiziert andere. Jetzt ist der Klippenläufer zu einem Ogrim-Titan geworden. Geh weg. Wenn ihr mit dem Klippenläufer-Virus infiziert werdet, dann werdet ihr zu einem Klippenläufer. Ja, das ist so ähnlich wie mit den Zombies. Oder Chicken, Nachfahre der Klippenläufer, ist es die immun dagegen? Denn eigentlich bin ich ja schon ein Klippenläufer. Ja, total merkwürdig. Shit happens, ne? Da, Klippenläufer, da oben steht's. Mein Name. Klippenläufer! Jeder wird zu einem Klippenläufer! Ach, sieh mal an, Mr. Netzbulle. Das heißt, der Dungeon wollte mich warnen, hä? Ich muss sowieso in die andere Richtung. Ah, Klippenläufer. Hallo, meine kleinen Freunde. Die ganze Welt ist von Klippenläufern übersät. Die neueste Mod-Idee. Alle Gegner in diesem Spiel werden mit Klippenläufern ersetzt. Da würde ich zwar weiterhin den Zorn der gesamten Menschheit auf mich ziehen. Aber egal. War das das, wo
Reiner Drolan. Ja, mit der Wette. Azura und Shiogorath haben ja gewettet, stimmt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Yay, ich speichere und meine Levitation geht weg. Das heißt, ich darf jetzt erstmal jedes Mal, wenn ich neu lade, erstmal runterfallen. Wie schön. Wenigstens war das nicht so ein Fail wie in Skyrim. Ich habe gespeichert und wenig später habe ich so von einer Magiefalle 1 aufs Maul bekommen. Und immer wieder, wenn ich geladen habe, hat die Falle mich getötet. Das war schön. Oh. Nein, das war nicht schön. Was? Wo bist du? Was ist was? Ich sehe nur Hügel und ein Schiff. Mit einem Klippenläufer! Hallo Klippenläufer! Zwei Klippenläufer! In ein Schiff gehen wir später rein. Erstmal hier Mistuckenbeschwörer, Auslöscherin. Und ich habe gerade den Klippenläufer mit der komischen Pilzpflanze da blockiert. Der andere, dem bin ich gerade total egal. Und der Ratte sowieso. Aber jetzt wird die Ratte angelaufen kommen, oder? Nö. Kommt ihr von der Kriegergilde? Ja? Wieso? Nein, ich doch nicht. Ich komme von der Klippenläufer-Gilde. Wir laufen über Klippen, Tag ein, Tag aus. Wollen wir uns verbinden und gegen diese üblen Nekromanten kämpfen? Ja, der Klippenläufer da vorne, den sieht man hier sogar. Cheater! Wie er einfach im Bild ist. Wie er einfach Aufmerksamkeit möchte. Na, Klippen. Wenn ihr einen Klippenläufer werdet, habt ihr ein Aufmerksamkeitssyndrom. Ihr wollt dann von jedem Aufmerksamkeit. Ich werde an eurer Seite kämpfen. Ja, dann gehen wir mal rein und lassen den Klippenläufer Klippenläufer sein, ja? Ja. Zugangsebene. Und da vorne spaziert einfach so ein Skelett herum, ohne mich um Erlaubnis zu fragen. Also wirklich? Also wirklich. Das geht doch nicht. Dafür bekommst du meinen Zahn zu spüren. Beziehungsweise ist ja nicht mein Zahn. Das ist mein Zahn. Hier. Friss meinen Zahn, ey! So, er hat meinen Zahn gefressen. Kann man überhaupt Zähne essen? Ich meine, Zähne sind ja das härteste Material, was der menschliche Körper zu bieten hat. Meint Conan jedenfalls. Und der Junge ist Detektiv, also kann ich ihm ruhig mal vertrauen. Jetzt hab ich euch. So sammle ich eigentlich das Knochenmehl auf. Oh, hallo. Ey, yo. Yo. Ganz ruhig, Leute. Ratte. Hat nichts dabei. Und wie langsam diese Frau ist. Es ist auch wieder so eine halbe Escort-Mission. Aha, Escort-Missionen sind die schlimmsten Missionen überhaupt. Die schlimmsten. Da geht's zum Turm rein, aber ich will hier noch weiter erkunden. Hey, wartet auf mich. Nein, ich warte nicht auf dich. Lauft, solange ihr könnt. Oh, du bist Barde. Jetzt nicht mehr. Ja, ich spiele dir das Lied vom Tod. Dazu müsstest du nur mal aufstehen, damit ich dich wieder töten kann. Verzeiht, aber ich rede nicht mit Leuten, die ich nicht mag. Oh, guck mal. Redest du jetzt mit mir? Dann halt warum nicht. Stört ihr mich? Wieso hat der mich dann angegriffen und die anderen nicht?
Ja, so siehst du doch aus. Eine Närrin? Ja. Geht. You are going to love me. You are going to love me. So, magst du mich jetzt? Es gibt niemanden, den ich lieber sehe schicken. Wenn ihr irgendwie, wenn ich irgendwie helfen kann, ja. Was kannst Nein, du? Ich habe keine Zeit für euch. Du wirst aber Zeit für mich haben. Du wirst dir die Zeit nehmen und diese Folge hier angucken. Tu es.